Zuletzt bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Für die 100% in Twilight Princess braucht man unter anderem auch alle Geisterseelen, Stempel und Herzteile. Und genau diesen sammelbaren Gegenständen widmeten wir uns beim letzten Mal und sammelten alle aktuell erhältlichen Gegenstände ein. Nun sind wir neben ein, zwei Schwerttechniken, die wir noch brauchen, bereit für das große Finale von Twilight Princess HD. Es freut mich, dich hier zu sehen. Also das sage ich auch zu dir, lieber Zuschauer oder liebe Zuschauerin. Schön, dass ihr wieder hier seid, Guys. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Twilight Princess. Ich stehe aktuell vor der Wüstenburg, weil hier lernen wir unsere vorletzte okkulte Kunst. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Let's Play-Part von Twilight Princess. Verdammte Axt, ich habe nicht aufgepasst, was ich tun muss. Ich glaube, ich muss das Blankziehen üben, oder? Ja, ja, okay, alles gut, alles richtig. So, und jetzt lernen wir irgendwas Neues. Ja, du hast es sehr, sehr gut gemacht. Die Riesensprungattacke. What? Okay, das klingt fett, muss ich zugeben. Die normale Sprungattacke hat eine enorme Angriffskraft, aber bei mehreren Gegnern ist sie wenig effektiv. Bereite dich auf eine Sprungattacke vor und leg alle Kraft in dein Schwert. Durch einen größeren Sprung triffst das Schwert alle Gegner um dich herum. What? Das nennt man Riesensprungattacke. Visiere den Gegner an und halte A gedrückt. Lass im richtigen Moment los. Okay. Ich bin interessiert. Es kann eine Wirbelattacke mit einer Sprungattacke kombiniert, wenn ich das richtig verstehe. Oh ja, beeindruckend. Vergiss nie im rechten Moment A loszulassen, um die Kraft zu entfesseln, die du aufgeladen hast. Damit hast du die sechste okkulte Kunst, die Riesensprungattacke, gelernt. Jawollo! Let's go! Zu mild! So, und jetzt fehlt uns nur noch eine okkulte Kunst. Und die ist direkt vor dem Schloss selber, wo wir jetzt hindüsen. Ich habe mir auch nochmal alle Kommentare unter der letzten Folge durchgelesen, die mich auch nochmal darin bestätigt haben, dass wir sozusagen alles haben, was wir brauchen. Das Einzige, was jetzt ein bisschen ärgerlich ist, aber ja, da können wir jetzt nichts machen. Warte mal. Hier ist noch der goldene Wolf. Mir wurde in die Kommentare geschrieben, es kann immer nur ein Wolf gleichzeitig existieren. Und ich müsste jetzt nochmal in die Westernstadt, um den goldenen Wolf da zu beschwören. Aber ich habe hier auf der Karte noch das goldene Wolf-Symbol. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal nach Hyrule und gucke, ob der goldene Wolf noch vor dem Schloss sitzt. Weil wie gesagt, ihr hättet mir geschrieben, es kann immer nur ein Wolf da sein. Und ich müsste jetzt nochmal den Heulstein in der alten Stadt, in dieser Westernstadt sozusagen, nochmal beheulen, dass der Wolf wieder erscheint. Ich glaube aber, dass wir hier eventuell eine falsche Information in den Kommentaren hatten, weil zumindest auf der Karte ist der goldene Wolf, der vor dem Schloss sitzt, noch eingetragen. Schauen wir mal nach. Ja, und dann ist es jetzt wirklich soweit, Freunde. Wir starten ins große Finale von The Legend of Zelda Twilight Princess, beziehungsweise ins gesamte Finalkapitel. Keine Sorge, ein bisschen was wartet hier auf jeden Fall noch auf uns. Also es ist noch nicht instant vorbei, aber es ist schon recht, wir sind schon recht fortgeschritten so. Aber nee, hier, doch, da ist der goldene Wolf, oder? Doch, der sitzt da. Ja. Und jetzt ist auch die Tür hier auf. Damn, boy. So, bring mir die letzte okkulte Kunst bei, Meister. Sehr schön. Das Einzige, was wir da noch machen müssen, ist zu gegebener Zeit nochmal in die Schattenhöhle zu gehen, ne, die man mit der Wolflink-Amiibo triggert. Denn da gibt es auch noch ein paar Ebenen für uns, die wir machen müssen. Wir haben ja bisher nur leicht und mittel gespielt und wir müssen halt auch noch schwer spielen. So, jetzt muss ich ihm nochmal ganz kurz die Riesensprungattacke zeigen. Aber das schaffen wir. So, und was ist der letzte Move? Bestimmt die Riesenwirbelattacke, oder? Es ist immer die Riesenwirbelattacke, die braucht keinen Schwanz. Die letzte okkulte Kunst, die Riesenwirbelattacke. Hä, ich wusste es! Es ist in jedem Zelda-Spiel das gleiche. Hier ist die Riesenwirbelattacke. Ja, ist ja alles schön und gut, aber passt schon, ne? Ah, die geht nur, wenn ich volle Leben habe. Hab ich das richtig verstanden, ne? Okay. Wow, bin beeindruckt. Ein hervorragender Schlag.
Es ist okay, es geht nur mit voller Lebenskraft. Ja, das ist. Ist nett, aber ich glaube, die Riesensprungattacke wirkt sinnvoller für uns als die Riesenwirbelattacke. Oh, du hast alle Künste gelernt. Zwar wurde ich als Held geboren, aber der Nachwelt konnte ich nie mein Wissen vermitteln. Endlich habe ich das nachgeholt. Du, der du zahlreiche Kämpfe überstanden hast und mit klarem Blick in die Zukunft schaust, hast die Macht, aus diesem Hyrule wieder das von den Göttinnen gesegnete Land zu machen, das es einst war. Adieu. Adieu. Geh hin und zieh mutig in den Kampf, mein Sohn. Sehr gerne. So. Und wir werden jetzt, Freunde, irgendwie in diese riesige goldene Kuppel eindringen. Oder nicht? Wir können nochmal ein Wolf werden. Guck mal, hier geht auch nichts. Moment mal. Ah! Was mache ich denn? Natürlich, was ist denn los mit mir? Wir müssen ja erstmal den Schattenspiegel wieder einsetzen. Ich war so, ja. Na, auf ins Finale. Aber wir haben ja die Spiegelscherben gesammelt. Da ist ja noch nichts passiert. Wir haben die ja nur gesammelt. Wir müssen die auch wieder an ihren Ort bringen, bevor hier irgendwas passiert, Freunde. So. Jetzt, Freunde. Auf geht's. Bringen wir wieder alles dahin, wo es hingehört. Mein Gott, bin ich blöd. Dieser angekettete Stein fällt runter. Und der Spiegel öffnet, glaube ich, wieder so eine Art Portal, wie damals bei Ganon. Ganondorf, muss man sagen. Weißt du, das Schattenreich wird von manchen auch Jenseits genannt, aber in Wahrheit ist es etwas ganz anderes. Es ist ein friedlicher Ort, so wie eure Welt, wenn das Abendrot am schönsten strahlt. Die Wesen in unserer Welt lebten in diesem Licht ruhig und friedlich mit reinen Herzen. Bis diese finstere Magie in unser Leben trat und alles anders wurde. Es ist alles unser Fehler. Wir überschätzten die Macht unserer Weisheit. Wir versuchten, die finstere Magie unter Kontrolle zu bringen. Bitte verzeiht uns unseren Leichtsinn. Und seid mild in eurem Urteil, Prinzessin der Schatten. Und ich muss... Entschuldigung. Oh Gott. Ihr wusstet es also? Dass sie die Prinzessin ist? Holy shit. Woher wussten sie das? Und sprecht mich nicht so an. Als Herrscherin dieses Volkes habe ich einfach die Flucht ergriffen. Ich verdiene diesen Titel nicht. Santo sieht schon verdammt mächtig aus. Oha. Dieses Grinsen, holy shit. In meiner Welt glaubt man, dass der Held in Gestalt eines heiligen Tieres erscheinen wird. Deshalb dachte ich mir, als ich dich das erste Mal sah, ich wollte dich einfach nur benutzen. Ich wollte einfach nur meine eigene Welt gerettet sehen. Und es war mir egal, was aus der Welt des Lichts werden würde. Aber dann traf ich Zelda und dich und ihr wart beide bereit, alles zu geben, um eure Welt und die Menschen zu retten. Jetzt möchte auch ich dabei helfen, eure Welt zu retten. Wir müssen Santo besiegen, dann wird auch der Fluch gelöst, der auf mir liegt. Und wir können Zelda ihre Kraft zurückgeben.
Lass uns gehen, Hübi. Für Zelda und für die Völker unserer beiden Welten. Ich weiß nicht, diese Priester finde ich... I don't know. Die wirken sehr, sehr, sehr weird. So, was geht hier ab? Ah! Okay. Ja gut, Freunde. Ich meine, wir haben legit keine andere Wahl mehr. So, es gibt nichts mehr zu tun. Gehen wir hinein. Was auch immer dort drin auf uns wartet. Ich bin äußerst gespannt. Und es ist das Schattenreich. Der Schattenpalast. Ich liebe diese Bauwerke und die Architektur, ne, von dem. Also, naja, Hübi, darf ich dich noch einmal in Anspruch nehmen? Aus welchem Grund auch immer. Einmal bin ich schon aus dem Schattenreich geflohen. Ich habe mein Volk im Stich gelassen, obwohl es mich als sein Oberhaupt respektiert, ja, verehrt hat. Diejenigen, die jetzt noch hier sind, warten und hoffen darauf, dass die Hilfe kommt, um sie von ihrem Los zu befreien. Wenn sie dann erfahren, dass der Retter eine hässliche Kreatur wie ich sein soll, dann werden sie doch enttäuscht sein, oder? Deshalb bitte ich dich, auch wenn es ein großes Opfer für dich sein mag, darf ich noch ein ganz klein wenig dein Schatten sein, ja? Verzeih mir. Ist okay, Midna. Ist okay. Und ich muss kurz Nase putzen gehen. Die Nase ist wieder gereinigt, Freunde. So, schauen wir uns doch mal an, was hier auf uns wartet. Sind das Gegner oder... Nee, die sind gut, oder? Oder ich weiß es nicht. Hübi, warte. Das sind keine Gegner. Nur ihre Gestalt ist verändert. Das sind die Bewohner dieser Welt, Mitglieder meines Volkes. Zanto, was hat er uns nur angetan? Ja... So, komme ich da rüber? Nee, da scheint jetzt nicht so eine Brücke. Ich dachte, dass es vielleicht so wie vor dem Schattenspiegel gewesen wäre. Hier kann ich aber rüber. Da ist sogar irgendwie so eine Art Knopf oder so. Nee, doch nicht. Hi, kann ich mit dir reden? Nee, ich kann doch nicht mit denen mich unterhalten. Boah, aber die Krüge sehen ja mal geil aus. Okay. Und ich kann hier rein. Ja, Freunde. Denn der Schattenpalast ist, wie es vermutlich schon... eventuell euch denken könnt, ein Tempel, ne? Ein ganz normaler Dungeon, mit allem, was dazugehört, Freunde. Mit, Stempeln, mit Herzteilen, hier, wie heißt's? Mit Kompass, mit Karte, mit allem drum und dran. Und, da müssen wir auf jeden Fall das Ganze ernst nehmen. So, und diese Scheißdinger, die gehen mir voll auf die Nüsse. Oh Gott, da ist ein riesiger Zanto-Schädel, der hier auf uns schießt. Dude, what the hell is going on? Seht ihr das? Ich muss gucken, ob ich... Ich weiß noch nicht genau, was ich gegen den Kollegen machen kann. Da ist er. Okay, ich kann den einfach boxen. Ich dachte, er würde sich vielleicht wegteleportieren oder so. Aber nein. Yeah. Und die große Wirbelattacke hat gezogen und wir kriegen gleich eine Truhe. Okay. Da sage ich doch nicht nein. Ist das vielleicht gleich die Karte? Nein, ein kleiner Schlüssel. Okay. Sehr, sehr, sehr interessant. Ah, und da kann ich mich, glaube ich, hochziehen, oder? Let's go. Aber ich meine, wir haben jetzt ja auch so eine Art Seiteneingang in den Tempel genommen, ne? Also, wir sind jetzt da wirklich da ganz links außen sozusagen in den Tempel reingegangen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das direkt der richtige Weg war. Ob wir da jetzt irgendwas falsch gemacht haben. Ich habe absolut keine Ahnung. Und ich habe auch echt keinen Schimmer, was dieser schwarze Schlons da ist. Also, was ich gegen ihn tun kann. Also, ob ich da vielleicht einfach meine Lampe brauche, um da durchzukommen. Oder ob ich... Passt mal auf, jetzt testen wir das Ganze mal. Komme ich da durch? Nee. Meine Lampe hat da keine Chance. Vielleicht als Wolf rein? Bringt mir das irgendwas? Ah, sieh meine an! Als Wolf können wir hier rein. Als Wolf sehen wir hier deutlich mehr. Sehr schön. Aber wartet mal. Ich glaube, dann habe ich hier was verpasst. Ey, aber voll geil. Immer wenn wir so einen großen Kopf besiegen, kriegen wir einfach eine große Truhe. Was?
gleich... Hä, what the hell? Ey, ich mag das. Also ich feiere es, dass wir hier mit so wenig Aufwand so viel Belohnung bekommen. Das ist sehr befriedigend, to be honest. Oh, aber ihr seid jetzt nicht so befriedigend. So, jetzt passt mal auf. Dann düsen wir jetzt erstmal hier hin. Und das könnte die Karte sein, oder? Nein, der Kompass schon. Als ob. Aber kann ich als Mensch hier auch rein? Ah, verstanden. Pass gut auf, der schwarze Nebel kommt von den Schattenkristallen, die Zanto mit seiner magischen Kraft geschaffen hat. Sie saugen das Licht ein. Er ist der Schurke, der den Lichtgeist in ihre Strahlen geraubt und deine Welt mit Schatten überzogen hat. Aber mit unserem kleinen Spielzeug kann ich dich jederzeit zum Wolf und Menschen zurückverwandeln. Also alles klar. Ja, so eine schöne Sache. So, und was haben wir hier? Also dieser schwarze Nebel sorgt dafür, dass wir direkt ein Wolf werden. Hier haben wir noch einen kleinen Schlüssel. Okay. Warte mal, aber hier geht's auch für mich weiter, glaube ich. Ja. Jetzt wird mir aber hier vorne noch irgendwo eine Truhe angezeigt. Aber da muss ich, glaube ich, da hoch. Jetzt wartet mal ab. Und in dem Raum davor, wo wir waren, ist auch noch ein Ort, wo wir lang... Ich bin noch unschlüssig, Freunde. Ich bin noch unschlüssig, wo wir weiterkommen. Ah, da nach oben muss ich. Okay. Ich bin am Überlegen, ob ich nochmal in den Raum zurückgehen soll. Da war nämlich auch so ein Wasserfall aus diesem... Also Wasserfall ist falsch. Ein Nebelfall aus diesem schwarzen Nebel. Und dahinter war ein Gang. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt durchkomme oder wenn ich mich durchziehen will, ob dann... Da, keine Ahnung, ich dann direkt zum Wolf werde und nicht weiterkomme. Hier ist aber schon mal der Stempel mit einer wütend. Very nice. So, aber da drüben an sich ist nichts mehr, ne? Komme ich hier hoch? Nee. Aber da, warte mal, wenn ich mich da drüben hochziehe, das ist mein Rückweg. Aber ich kann mich da drüben nirgendwo hochziehen, weil da keine Plattform ist. What? Na, hier haben wir an der Decke diesen Greifhackenpunkt gehabt, aber ich habe doch keine Chance, da drüben hochzukommen. Oder übersehe ich jetzt was? Aber damit ist mein Rückweg erstmal blockiert. Ja, okay, wir laufen erstmal weiter, würde ich sagen. Wir laufen erstmal weiter. Oh, ich meine, irgendwann müssen wir wieder zurückkommen, ansonsten können wir den Dungeon nicht schaffen. Und solange wir jetzt noch nicht zurückkommen, machen wir jetzt einfach mal keinen Kopf und laufen weiter diese Wege hier entlang. Ich glaube, das ist jetzt einfach das Sinnvollste, was wir tun können. Und ich finde optisch übrigens mal wieder diesen Dungeon wunderschön. Diese ganzen Schattenelemente, ne? Also diese ganze Architektur mit diesem Leuchten, die sie erschaffen haben, finde ich sehr, sehr, sehr krass. Okay. Und was geht hier ab? Ist das jetzt schon der Zwischenboss? Aber ist ja doch fast ein bisschen zu früh, oder? Und zu einfach für einen Zwischenboss, also ihn zu erreichen. Oder vielleicht tickt der ganze Dungeon ein bisschen anders. What? Achso, aber es ist nicht der echte, ne? Das sind nur irgendwelche Hologramme von ihm. Und da kommen Fledermäuse raus? Alles, was du mir entgegenzusetzen hast, ist eine Horde an Fledermäusen? Kann ich ihn yeeten? Ja, ich kann ihn yeeten. Oh, ich kann das Hologramm angreifen. Sehr schön. So, dann yeeten wir auch mal die Pflanzen hier. Oh, und das sind sogar diese ätzenden Pflanzen, die dann... die dann liegen bleiben. Aber die verschwinden auch wieder nach einer Zeit. Sehr interessant. So... Sehr schön, immer eine Sprungattacke, die macht nämlich schön Schaden. Okay, ich glaube, es kommen wieder Fledermäuse. Okay, ich habe keine einzige getroffen. Hinter mir steht er! Okay, er stand gerade ganz kurz hinter mir. So, wo ist er, wo ist er, wo ist er da? Mhm. Wir geben ihm ganz gut. Den Pflanzen, ich versuche jetzt einfach mal gekonnt zu entkommen. Der portet sich jetzt nur rum. Na, der macht gar nichts. Ich habe das Obwohl, nee, wir setzen die Zeit einfach aus. Irgendwann verschwinden diese Pflanzen, ja?
So, und in dem Moment kommt unsere Chance. Putz! Und wir müssen ihm einfach immer wieder auf die Fresse geben. So. Fledermäuse, mit denen kann ich es aufnehmen. Warum verschwindet diese eine Pflanze nicht? Oh, hi! Der wollte sich irgendwie wegteleportieren, aber ist dann einfach da geblieben, wo er war. Krasser Move, Bro. Aber wir haben es geschafft. Und was genau hat der jetzt hier bewacht? Diese leuchtende Kugel erhellen und leuchtende Kugeln erhellen unsere Welt. Man nennt sie Sola. Sie gleichen der Sonne in deiner Welt, Hübi. Die Kraft der Sola ist die Quelle des Lebens in dieser Welt. Ohne sie sind wir nichts. Ja, damit könnten wir... Du könntest diese Sola nicht zu meinen Leuten am Eingang der Welt bringen? Ich kann mein Bestes geben. Also, wir können es probieren. Will ich aber erstmal hier meine Herzen holen. Genau. So. Kann ich einfach dagegen boxen? Ja. Hallo. Und genau, damit verschwindet doch safe das hier. Sehr, 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 sehr schön. Oh. Aber die Hand findet das nicht so geil. Ups. Und pass auf, jetzt sieht mir mal kurz dich. Und jetzt? Ah, jetzt kommt die Hand hier, warte mal. Greift die nach der Sola oder greift die nach mir? Die greift nach der Sola. Aber die bleiben jetzt hier, ich werde jetzt hier permanent von denen verfolgt? Warte mal. Muss ich den vielleicht einfach mit Pfeil und Bogen abschießen? Ja, aber einmal reicht nicht. Zweimal auch nicht. Ah, okay. Aber dreimal reicht. Aber damit sind die nur ausgenockt. Okay. Warte mal, muss ich die hier reinlegen? Aha! Aber das verschwindet wieder dann. Oh, das ist ja nicht so geil. Oh nee, die grabt sich jetzt bestimmt die Sola, ne? Sehr gut, okay. So, wenn ich jetzt hier hochgehe... Was kann ich jetzt machen? Ich muss die ja irgendwie zu mir zurückholen. Ah. Die reagiert auf meinen Greifhaken. Wow. Das macht natürlich einiges möglich, Freunde. Das ermöglicht so einiges an Movement. So, und jetzt kann ich hier die vielleicht auch irgendwo ablegen. So. Natürlich kommen die Hände. Was auch sonst. Auf ehrenlos. So, wo muss ich dich jetzt ablegen, damit hier was klappt? Wir schauen uns jetzt erstmal hier drin um, würde ich sagen. Verzieht euch. Drecksviecher! Verzieht euch! Sehr gut. So, pass auf, jetzt liegen... Pass auf, wir locken die jetzt erstmal hier hinter die Hand. Oh, ist das ätzend. Oh mein Gott, ist das ein stressiges Dungeon-Design. Ich dreh hohl. Aber warte mal, ich kann die auch mit dem Greifhaken treffen. Vorhin habe ich drei Pfeile gebraucht. Und jetzt habe ich zweimal mit dem Greifhaken und einmal mit dem Pfeil. Und das hat auch gereicht. Wow. So, jetzt ist die hier unterwegs. Wir machen jetzt wieder Randale. Ja. Drei Treffer jeglicher Art reichen hier vollkommen aus. So, und jetzt holen wir uns die wieder zurück. Und alles ist einwandfrei. Cool. Damit kann man arbeiten, ne? Sehr gut. Oh, da sind wir diese kleinen Biester. So, aber jetzt muss ich aufpassen, weil wie gesagt, in dem anderen Raum wird mir jetzt hier auch eine Ding angezeigt. Eine Truhe. Oh Gott, ey. Wird mir auch eine Truhe angezeigt. Aber die ist, glaube ich, hinter so Schatten gewesen. Und dann müssen wir jetzt mal exakte ermitteln, wie wir da jetzt am besten rankommen. Vielleicht muss ich doch einfach nur geradeaus durchlaufen. Und natürlich kommt die Hand. Ey, das ist so creepy gemacht, Mann. Das ist so richtig gruselig. Das ist so richtig Anxiety. So richtig angstfördernd. Ohne Scheiß. So, da muss ich rein. Genau. Ah, wie komme ich da hoch? Aha! Vergreifhaken.
Good stuff. Jetzt muss ich nur aufpassen, ne? Wo ist die Hand? Wo ist die Hand? Hä? Da hinten, die kommt gar nicht. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann nehmen wir uns erstmal die Truhe hier mit. Ich hatte nur Angst, dass jetzt gleich meine Kugel weg ist. Und da ist das vorletzte Herzteil des Spiels. Holy shit. Okay, okay. So. Ich nehme mir mit und jetzt einfach hier mal schön anrufen, Bruder. Aufpassen. Schön anrufen. Ey, ich habe manchmal solche Wortfindungsprobleme, oder? Also mein Hirn hat irgendwie irgendwelche solchen Fehlverknüpfungen, dass ich einfach irgendwelche Worte sage, weil ich gerade gedanklich irgendwo anders war. Ich habe nämlich gerade drüber nachgedacht, dass mich heute jemand anrufen wollte. Das war gerade, dieser Gedanke war ganz kurz in meinem Kopf, ne? Und in dem Moment, zack, sagt man einfach irgendeinen weirden Shit. Verwandeln die sich jetzt wieder zurück? Nein! Okay, die bleiben immer so. Das heißt, wir können jetzt alle hier zurück verwandeln. Das ist ja mal voll cool. Let's go. Die haben alle ganz verschiedene Staturen. Dick, dick, dünn, groß, klein. Die sind ja mal alle voll knuffig, ohne Scheiß. Oh, da oben steht auch noch einer. Jetzt verwandeln wir erstmal hier schön entspannt jeden zurück. Na, was geht? Es ist zu gefährlich, die Sola weiter in diese Richtung zu transportieren. Gehen wir zurück. Was? Warum ist das zu gefährlich? Hä? What the fuck? Das ergibt gar keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt hier die reinlege, was passiert dann? Bibi, es gibt noch eine Sola. Wenn wir sie finden, wird sie uns zu Santos Versteck führen. Okay. Ja, na dann. Bringt mich das darüber? Ja, let's go. Einwandfrei. Dann spielen wir das Spielchen hier noch mit und dann lassen wir die da einfach liegen. Aber hat das Zurückverwandeln legit nichts gebracht, ne? Das war einfach nur so cooler Effekt. Aber ist in Ordnung, Freunde. Für die Bewohner des Schattenvolkes würde ich doch alles machen. Und hier kommt dann wahrscheinlich das gleiche Spielchen nochmal, ne? Kugel finden. Ja, wahrscheinlich erstmal Hologramm-Santo besiegen. Kugel finden und dann rausmanövrieren. Sehr schön. So. Was genau müssen wir jetzt tun? Ich kann mich hier hochschießen. Und von hier... Ah! Kann mich an die Decke hoch. Und dann kann ich mich da drauf droppen lassen. Damit kann man arbeiten. Oh Gott, Santo-Kopf. Oh, ich kann dem nicht mal was tun. What? Wieso? Oh, ist das ätzend. Oh boy. Aufpassen. Nein, 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 jetzt hietet er mich in die Pampe. Oh boy. Okay, okay, okay. Aber ich kann dem jetzt echt nichts tun, ne? Ich kann dem jetzt nichts tun. Ich muss da einfach mich irgendwie gekonnt drüber manövrieren. Oh. Außer ich könnte vielleicht Bombenpfeile probieren. Vielleicht kann ich mit Bombenpfeilen ihm Schaden machen. Passt auf. Das probieren wir jetzt gleich mal aus, weil ich habe eigentlich keinen Bock, hier unter permanentem Beschuss von diesem Typen hier auf die Fresse zu bekommen. Wow, seine Geschosse fliegen durch diese Kugeln durch und meine nicht. Nee, juckt ihn auch nicht. Bombenpfeile in die Fresse juckt ihn kein bisschen. Aber ich glaube, dann ignoriere ich die Geschosse einfach, ne? Ja, hier einfach so ein bisschen so zur Seite laufen. Ist zwar nervig, aber hindert mich jetzt nicht daran, hier voranzukommen. Hi, Bro. Vielleicht treffe ich ihn doch nochmal, Freunde. So. Yeah! Das war's. Kriege ich eine Truhe? Ja. Man kriegt für jeden Santo-Kopf, den man erledigt, eine Truhe. Das ist richtig belohnt. Ich feiere das. Dann nehmen wir kurz dich mit. Mit 50 Rubinen. Ja, gerade gegen Ende des Spiels sind viele Rubine sehr wichtig.
Und der kleine Schlüssel, weil wir damit weiterkommen. Sehr schön. So, wir werden hier noch zwei Truhen angezeigt. Die sind jeweils da oben rechts und links drin. Da gucke ich dann mal bei Gelegenheit, ob und wie ich da reinkomme. Vielleicht brauche ich doch wieder diese Solarkugel. Aber das ist jetzt erstmal nicht weiter wichtig. So, oh, hallo! Euch gibt's auch noch. Oh, aber es gibt noch einen von euch. Ihr seid nicht nur zu zweit. Verstanden? Na dann, wie viele seid ihr? Ihr seid zu dritt, ne? Dann du weg. Und dann ihr beide weg. Hä? Ich habe jetzt auf die Fresse bekommen? Halt's Maul. Sehr gut. Oh. Und hier ist er wieder, Freunde. Der nächste Schädel. Ich meine jetzt, also Xanthus Helmdesign ist wirklich eine 10 von 10. Als ob. Ah, ich wollte gerade sagen, hä, es gibt nichts dafür. Aber es gibt mehrere Helme. Das erklärt so einiges. Also das, dieses Helmdesign ist so krass. Das ist ja irgendwie einfach so eine Art Chamäleon als Ritter irgendwie gemacht. Das ist ja, glaube ich, so die Grundidee von dem Design. Aber es funktioniert einfach so gut, finde ich. So. Und jetzt habe ich hoffentlich jeden Helm zerstört. So sieht's aus. Und in dieser Truhe ist vermutlich der nächste kleine Schlüssel. Aber ob das so ist und was der Dungeon noch so zu bieten hat, Freunde, ihr vermutet es schon. Das erfahren wir beim nächsten Mal. Denn wir machen für heute hier Schicht im Schacht. Wo genau ist jetzt die Truhe erschienen? Wo die Truhe erschienen ist, erfahren wir auch nächstes Mal. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, Freunde. Danke fürs dabei sein. Haut rein, euer Hübi. Mit einer dicken Kanalmitgliedschaft supporten Sören Komora, JT90PRL, Hükrischi und Imposern dieses Projekt. Ich danke euch.